So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Schnelles Video zu dem Inhalt dieser Flasche, ja, beziehungsweise dessen, was man da so reinpacken könnte. Und warum ist das relevant? Weil es eine dritte Staffel von Seven vs. Wild geben wird. Da muss ich jetzt ganz kurz, auch wenn ich versuche, das Video einigermaßen kompakt zu halten, doch einen kleinen Disclaimer einschieben, nämlich für diejenigen, die sich für Seven vs. Wild nicht interessieren und noch nie interessiert haben, ist dieses Video dann dementsprechend vielleicht nicht so wirklich geeignet. Ich bitte trotzdem um Entschuldigung bzw. Verständnis, dass ich weiterhin über Seven vs. Wild berichten werde und da meinen Senf zu kundtun werde, weil das erzeugt Aufrufe. Das erzeugt andere Aufrufe als die von euch, die ihr möglicherweise lieber wissen wollt, inwiefern sich Cedrus atlantica als Zukunftsbaumart für den Klimawandel geplagten deutschen Wald eignet. Aber es erzeugt halt erheblich mehr Aufrufe. Beides ist wichtig. Leute, die sich für Cedrus atlantica interessieren, die kommen eher mit bei mir auf Führung, was dann natürlich für mich sehr lukrativ ist. Leute, die sich für Seven vs. Wild interessieren, die kommen eher nicht bei mir mit auf Führung. Tendenziell, manchmal natürlich auch beides, klar, ja, dass man beides interessant findet. Aber tendenziell eher nicht, dafür sind das viele. Und die erzeugen entsprechend viele Aufrufe und Aufrufe bringen mir Geld. Und das Schöne ist insbesondere, dass wenn ich eine Führung mache und es gibt Inflation, dann muss ich, um die Inflation für mich auszugleichen, damit ich im Endeffekt mehr wie das gleiche Geld zum Leben habe, die Kosten meiner Führungen erhöhen, was ich dieses Jahr nicht vorhabe. Bisher und würde es auch wirklich sehr, sehr, sehr gern vermeiden, wenn es irgendwie geht. Sieht auch so aus, als würde das gehen. Aber anders ist das bei YouTube, weil YouTube bezahlt mich ja anteilig für das, was YouTube mit Werbeanzeigen in meinen Videos verdient. So, wenn jetzt Werbeanzeigen wegen Inflation teurer werden, dann gibt es mehr Geld für die Werbeanzeige. Dann steigt damit automatisch, zwar nicht mein prozentualer Anteil, aber die Menge an Kohle, die ich insgesamt bekomme. Das heißt, Einnahmen aus YouTube sind mehr oder weniger jetzt schon inflationsausgeglichen oder werden es in Kürze sein, wenn YouTube die Kosten für Werbeanzeigen erhöht. Und das ist also gerade außerordentlich attraktiv für mich. Und damit ist auch ein Video, das potenziell mehr Leute interessiert als nur diejenigen, die sich für Cedrus atlantica interessieren, für mich finanziell sehr attraktiv. So, und ich muss auch von was leben und wer damit nicht leben kann, da kann ich dann halt auch nichts dagegen tun. So, daher seht's mir nach, wenn wieder dieses Jahr auch Seven vs. Wild Content hier erscheinen wird. Es gibt auch weiterhin das normale Waldwissen und ich versuche das dieses Jahr noch ein kleines bisschen mehr in Balance zu halten, dass nicht nur Seven vs. Wild über einen gewissen Zeitraum kommt und gar kein normales Waldwissen mehr. Ich habe zum Beispiel waldwissenstechnisch auch jede Menge Zeug noch in der Hinterhand inzwischen, kann da also immer mal wieder was dazwischen rausklöppeln oder halt mal ein bisschen Gier oder sonstiges Zeug, aber halt eben nicht nur Krempel, damit Seven vs. Wild zu tun hat. So. Damit aber jetzt auch wirklich zum Thema, das war mir nur wichtig, das kurz erwähnt zu haben. Ganz grob zusammenfassend, was wird in Staffel 3 neu sein? Was sind die interessanten Dinge? Erstens interessant, Alaska, Kanada als neue Location. Zweitens, es gibt Teams, die A2 Personen, davon 7 Stück. Es ist also 7 Teams versus Wild quasi. Die Dauer hat sich auf 14 Tage erhöht. Es gibt keine zum Teil ziemlich beknackten Tageschallenges mehr. Sondern einfach nur 14 Tage durchhalten. Dementsprechend gibt es auch keinen Gewinner, also jedenfalls nicht zwingend nur einen, sondern alle haben gewonnen, die 14 Tage durchgehalten haben. Finde ich insgesamt alles außerordentlich erfreulich. Diese Challenges mit wenigen Ausnahmen waren eher Bespaßungsprogramm als wirklich sinnvoll und hatten in den wenigsten Fällen irgendwas mit den realen Survival-Aufgaben, die man hätte erfüllen können, wenn man hätte länger als eine Woche da bleiben wollen, hätte man sie auch erfüllen müssen. Für eine Woche kann man es aussitzen, ja, zu tun. Daher finde ich die Erhöhung auf 14 Tage auch hervorragend, weil 14 Tage einfach so aussetzen, sitzen, das ist vielleicht noch möglich, das ist aber mit deutlich größerem Leid verbunden, als wenn man nur 7 Tage aussitzen muss, ohne was zu tun. Das heißt, man muss was tun. Und das ist schön. Und das, was da getan wird, wird dann sinnvollerweise eben auch was mit der Förderung der Überlebensfähigkeit zu tun haben. Das heißt, das Ganze ist weniger Dschungelcamp-lastig, vermutlich in der neuen Staffel, dafür erheblich mehr Survival-lastig.
So gehe ich jedenfalls schwer davon aus. Dem wird man vielleicht bei der Auswahl der Teilnehmer gerecht werden, das muss man noch sehen. Aber das finde ich klasse. So, und zu den Gegenständen. Jeder Teilnehmer kriegt einen Schlafsack, das heißt, es sind 14 Schlafsäcke im Spiel. Ne? Und als Team jeweils so eine Flasche bzw. eine identische Flasche in Plastik. Ich habe nur die Metallausführung, da bitte ich das zu entschuldigen. Aber die sind identisch von der Bauart, abgesehen von Außenmaterial. Ist hier halt Plastik und bei hier halt Edelstahl und bei der Plastikversion logischerweise Plastik. So, und da soll sämtliche andere Ausrüstung rein. Und das finde ich klasse. Warum finde ich das klasse? Weil ich mich schon seit x Jahren 20, na noch mehr, damit beschäftige, möglichst kleine lustige Sets, die einem beim Überleben helfen könnten, zu basteln, weil mir das großen Spaß macht. Früher dachte ich noch, ich brauche die unbedingt, sonst bin ich nicht überlebensfähig. Inzwischen macht es mir einfach noch großen Spaß. Ob ich die unbedingt immer brauche, ist eine andere Frage. Da kann man sich wunderbar drüber streiten, wie sehr die alltägliche Bereitschaft gehen muss, sollte oder braucht, aber ich habe da enorm Spaß dran und darum habe ich auch ein paar Ideen, was man hier reinpacken könnte, weil ich mich damit, wie gesagt, ja auch schon seit Jahren beschäftige. Ob das die besten Ideen sind, weiß ich nicht. Ein paar kleine Geheimtipps für Leute, die sich damit noch gar nicht auseinandergesetzt haben, werden aber sicherlich dabei sein. Und es ist relativ spontan alles. Das heißt, ich hatte jetzt nicht großartig viel Zeit mir genommen, da unendlich lang drüber nachzudenken, sondern ich habe eine Tour durch mein Regal gemacht und mal rausgenommen, was da möglicherweise interessant wäre für so eine Flasche. So, und bevor ich euch jetzt einen Haufen Zeug zeige, gucke ich noch auf meinen Zettel, denn auf meinem Zettel, falscher Reißverschluss, hier ist er, stehen noch ein paar mögliche Fressalien. Grundsätzlich ist es so, so eine Flasche hat 1100 Milliliter Volumen, wenn man sie wirklich ganz bis zum Rand, sprich bis hier, auffüllt und den Flaschenhals auch noch voll macht. Ja? Gerade so Hohlräume, die dann zwingend entstehen, weil das Ding jetzt nicht besonders eckig oder sonst wie ist und als rundes Ding, wo man möglicherweise eckige Dinge reinpackt, automatisch Hohlräume entstehen werden, kann man sich jetzt fragen, was macht man mit den Hohlräumen? Und da wäre die naheliegende Lösung in jedem Fall, egal was du sonst mitnimmst, die kannst du auffüllen mit winzig kleinen Teilchen, die sich wunderbar in Hohlräume einfügen, wie Reis, Grieß, Polenta, Couscous, winzig kleine Nüdelchen, Eiweißpulver oder Sojagranulat. So ganz fein geschrotetes Sojagranulat wäre Stand jetzt wahrscheinlich, ja, schwierig. Hä? Gerade für die Ernährungsfrage, um da jetzt ein kleines bisschen auszuholen, ist es ja wichtig, was brauchen wir grob? Für 14 Tage brauchen wir noch immer keine Vitamine, noch immer keine nennenswerte Menge an Mineralstoffen. Helfen, vielleicht, wer da natürlich individuellen Mangel und so weiter und so fort hat, der wird sowas mitnehmen müssen, dann packst du dir ein paar Tabletten mit in die Flasche, dann ist das natürlich okay, oder ich weiß nicht inwiefern persönliche Medikamente, wenn das als persönliche Medikamente akzeptiert wird, auch ins Erste-Hilfe-Set gepackt werden dürfen und so weiter und so weiter. Wie auch schon bei der Teilnahme der Frauen diskutiert wurde, ob Zubehör für Menstruation mitgenommen werden darf oder nicht. Und letztendlich war es, glaube ich, freiwillig, ob das zusätzlich eingepackt werden soll, will von Frau oder eben nicht. So. Ich glaube, so ähnlich werden sie das vielleicht auch mit persönlichen Medikamenten regeln, weiß ich nicht. Aber sofern jetzt nicht irgendwelche Mangelerscheinungen und so weiter und so fort von vornherein schon vorgegeben ist, auch für 14 Tage Vitamine und Mineralstoffe nicht unbedingt wirklich ein Thema, wenn man da vorher aus der Vollversorgung der Zivilisationsnahrung kommt und vielleicht sogar ein bisschen geguckt hat, was man denn da so genauso isst. Ja? Also anders als ich mich ernähre, gute Ernährung, ja, nicht meine. So, und wenn das die Voraussetzung ist, dann kann man sich fragen, was für Nährstoffe brauchst du noch? Fett, Kohlenhydrate und Eiweiß vorzugsweise. So, Eiweiß ist das, was du in einem Kanada- und Alaska-Szenario durch Fisch fangen. Und Fisch wird mit Sicherheit ein wesentlicher Bestandteil der Ernährung sein, sollte dementsprechend auch in der Ausrüstung berücksichtigt werden, dass man Dinge zum Fischen dabei hat. Und da noch ein kleiner Hinweis, ich habe hier jetzt erstmal überhaupt nichts zum Angeln dabei. Warum nicht?
nicht. Ich kann nicht angeln, immer noch nicht. Und darum möchte ich mich zu dem Thema auch gar nicht groß besonders äußern. Da kenne ich mich einfach nicht aus. Das können andere Leute dann viel, viel, viel besser erklären als ich. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn sie das tun. Dann gucke ich mir das auch sehr gerne an und kann was dazu lernen. Ja, darum möchte ich das ein bisschen ausklammern. Aber für die Leute, die angeln können oder fischen können, wird das ein wesentlicher Bestandteil der Nahrung sein. Weil wenn du überhaupt irgendwelche Nahrung bekommst, dann ist das wirklich die einfachste Methode und zuverlässigste Methode, an nennenswerte Mengen ranzukommen. So, und so ein Fisch besteht bestenfalls aus einem gewissen Anteil Fett und ansonsten aus einem sehr hohen Anteil Eiweiß. Das heißt, man möchte vielleicht gerne für eine möglichst ausgewogene, in Anführungszeichen, Ernährung noch irgendeine Kohlenhydratkomponente dabei haben, weil die wird man da oben kaum finden. Das wäre also was, was man schon irgendwie per Ausrüstung hinbringen muss, und das bringt uns dann zu Reis, kleinen Nudeln etc. pp., weil das ist alles kohlenhydratbasierte Nahrung. Ich hatte auch überlegt, ob man sich ein paar kleine Dosen Thunfisch da reinpackt. Das könnte man tun, Thunfisch in Öl selbstverständlich, nicht im eigenen Saft. Durch das Öl hat das einen sehr, sehr großen Kaloriengehalt. Alternativ könnte man natürlich auch jetzt nicht die ganze Flasche mit Öl auffüllen, dann ist eine komplette Ausrüstung versifft. Wobei das prinzipiell auch gehen würde, wenn du alles andere schön einschweißt in irgendein öldichtes Tütchen. Denn schlicht und ergreifend Speiseöl ist so ziemlich das kalorienreichste, was es gibt auf dem Planeten, was man irgendwie mitnehmen kann. Und wenn es dir nur um die reinen Kalorien geht, könntest du tatsächlich dann jeden Tag pro Person ein Schlücklein Öl zu dir nehmen und hättest dann zumindest, ein Schluck Öl hat locker gleich mal 100, 200 Kalorien und damit zumindest ein gewisses Maß an Brennwert, was gerade zum Beispiel vorm Schlafengehen interessant sein kann. Fett braucht zwar ein Momentchen, bis es umgesetzt wird, aber man hätte dann durch die Nacht ein paar zusätzliche Kalorien, die man verbrennen kann, was dahingehend interessant ist, weil man dann seinen Schlafsack besser beheizen kann. Der Schlafsack an sich ist nämlich nicht warm, sondern der ist deswegen warm, weil da drin jemand liegt, der warm ist und dann die Luft im Schlafsack aufwärmt durch Körperwärme. Wenn die Körperwärme nicht so wirklich funktionieren will, weil man keine Energie mehr hat, um Körperwärme zu erzeugen, und das kann nach 14 Tagen dann in so einer Klimazone durchaus eine Rolle spielen, dann ist man vielleicht dankbar, wenn man ein bisschen zusätzliche Energie dem Körper zum Heizen zuführen kann. Ja, also rein technisch gesehen wäre tatsächlich alles andere in ein ölsicheres Gefäß und den Rest der Flasche mit Öl auffüllen von der reinen Kalorienzahl her am effizientesten. Fett könnte aber auch zu bekommen sein, vorzugsweise durch Lachs. Die Chance, dass das Ganze stattfindet, während gerade Lachswanderung ist, ist ziemlich hoch. Und das wäre natürlich auch spektakulär für den Zuschauer und nett für die Kandidaten, wenn sie dann eine Möglichkeit hätten, an Lachs ranzukommen. Das ist recht einfach, wenn der in Massen den Fluss hochzieht. Recht einfach. Ne? Ich sage nicht, ich kann das. Ich habe da keine Erfahrungswerte zu. Aber zumindest in der Theorie recht einfach jetzt erstmal. Ne? Und sollte das der Fall sein, dann liefert der Lachs sowohl Eiweiß als auch Fett, und dann sind wir eben wieder bei der Kohlenhydratkomponente, die man vielleicht noch aus der Flasche ergänzen möchte, wie gesagt Reisnudeln, Couscous etc. pp. Ja? Also so viel zum potenziellen Nahrungsinhalt, den man da reinpacken könnte. Sich einfach Energieriegel reinzustopfen, ist halt einfach vom Volumenausnutzungsgedanken her nicht so effizient. Kann man selbstverständlich auch machen, wenn man einfach sagt, ach, ich muss das nicht optimieren. Aber ich möchte jetzt gerne überlegen, wie könnte man das optimieren. Damit wären also quasi sämtliche Hohlräume erstmal aufgefüllt, die neben dem Einpacken von sonstigem Zeug entstehen könnten. So, und das bringt uns zu Ausrüstung in dem Sinne, die man da reinstecken kann. Und da fällt mir vor allen Dingen erstmal die gute alte Rettungsdecke ein. Das hier ist jetzt eine ganz normale, die gibt es auch noch in stabiler. Die gibt es teilweise auch noch mit anderen andersfarbigen Aufdrucken. Das hier ist das Modell Standard, sprich goldene Seite und silberne Seite. Silberne Seite soll zum Körper, weil sie Energiestrahlung, Wärmestrahlung ein Stück weit reflektiert. Und das ist tatsächlich mit der silbernen Seite nach innen ein kleines bisschen besser als mit der goldenen Seite nach innen. Man lernt ja so, die goldene Seite soll kühlen, die silberne Seite soll wärmen. Das ist ein Stück weit so, mindestens wenn man in direkter Sonneneinstrahlung sitzt, funktioniert das so auch. Rettungsdecke, universeller Gegenstand, jeder Survival-Ausrüstung ist vielleicht irgendwo in den Top 3 der nützlichsten Kleinteile wohlgemerkt, die man so mit sich führen kann.
neben Dingen zum Feuer machen und Dingen zum Schneiden würde ich immer in der Top 3 auch die Rettungsdecke sehen. Und jetzt Medikamente mal außen vor gelassen, Erste-Hilfe-Zeug außen vor gelassen. Das ist dann natürlich lebenswichtig, wenn man eine Verletzung hat. Solange man die nicht hat, ja, kann man sich streiten. Und passt hier relativ problemlos rein. Also würde hier relativ problemlos reinpassen. Seht ihr? Ich schmeiße jetzt nur trotzdem nicht rein, weil ich muss sie ja wieder rauskriegen. Und die Flasche ist ja noch leer. Es geht mir nur darum zu zeigen, könnte man reinkriegen, wäre eine Option. Zwei davon wäre auch eine Option. Daraus lässt sich auch ein Lager errichten, abgesehen vom schlichten Wärmeerhalt, den man durch das Ding hat, wenn man sich zusätzlich noch damit einwickelt. Vielleicht für die erste Nacht ein Thema, wenn Shelter noch nicht fertig ist. Falls es nicht regnet, könnte man sie einfach zum Einwickeln verwenden. Sollte es regnen, kann man sich damit eben ein Dach bauen. Dafür muss man ein bisschen was wissen, wie man denn daraus überhaupt ein Dach baut. Aber Rettungsdecke wäre quasi Shelter-Variante Nummer 1, die man in so einer Flasche aufbewahren kann. Shelter-Variante Nummer 2, nicht mehr ganz so vielfältig, dafür größer, ist Malerfolie, so hieß das mal. Also das, was der Maler verwendet, ich glaube, das heißt immer noch so, um damit großflächig irgendwelches Zeug abzudecken. Auch das hat klein zusammengefaltet, ein außerordentlich winziges Volumen, ist auch nicht wirklich viel empfindlicher, was Löcher und Ähnliches angeht, wie dieses Zeug hier. Denn Malerfolie, wenn sie ein kleines Loch hat, hat sie ein kleines Loch. Die reißt dann nicht zwingend weiter ein. Wenn eine Rettungsdecke ein kleines Loch hat, dann reißt die garantiert weiter ein. So gesehen, Malerfolie insgesamt weniger stabil, was Risse angeht, was punktuelle Verletzungen angeht, als Rettungsdecke. Ja, aber Weiterreißfähigkeit bisschen besser als bei der Rettungsdecke, würde ich sagen. Und Malerfolie ist ähnlich warm, wenn man sich damit einwickelt. Ich habe da bisher keinen großen Unterschied feststellen können und ich habe mit beiden schon recht ausführlich experimentiert. Ja? Also Rettungsdecke, meiner Meinung nach, oder Malerfolie, ein absolutes Muss. Muss man einfach mal ausprobieren, mit was man besser klarkommt, mit was man besser bauen kann. Man kann beides zum Beispiel als letzte Innenschicht eines Lagers, über das man sonst Nadelbaumzweige drüber schmeißt, verwenden. Da muss man natürlich aufpassen, dass die Nadelbaumzweige einem die Folie nicht kaputt machen. Natürlich kann man sich hiermit, gerade auch mit der Rettungsdecke, die kann man auch einigermaßen auf Zug spannen, auch ganz allein ohne weitere Hilfsmittel, außer Stöcken und ein bisschen Schnur. Ohne Schnur wird schwierig, ne? Aber mit Stöcken und ein bisschen Schnur kann man sich damit relativ problemlos ein kleines Shelter basteln, indem man zumindest kauernd auch jedes erdenkliche, auch stürmische Wetter, jetzt nicht jeden erdenklichen Sturm, es gibt da natürlich Grenzen, irgendwann, ne, bei 100 km/h Windgeschwindigkeiten wird schwierig, aber oder auch schon bei 80, aber mit ein bisschen Wind, auch mit ein bisschen viel Wind, lässt sich hiermit noch ein absolut wetterdichtes Shelter, was heißt absolut, zumindest für eine kauernde Haltung, zumindest für ein Überdauern, wenn schon nicht an gemütlichen Schlaf zu denken ist, inklusive dessen, dass man ja einen Schlafsack hat, lässt sich damit was errichten. Zur Not auch für zwei. Besser wären aber natürlich zwei Rettungsdecken, um einfach mehr Platz zur Verfügung zu haben. So, also für mich ein absolutes Muss. Selbstverständlich auch ein Muss, irgendeine Form von Schneidwerkzeug, das da dann am Endeffekt auch reinpasst. Und warum sind hier so viele Waldreste in meinem Messer? Naja, wahrscheinlich, weil es häufig im Wald ist. und was ist das denn? Ja, das ist so. Das Ding liegt immer unten im Rucksack, deswegen sammelt sich da ein bisschen Zeug an. Ja, egal. Jedenfalls das klassische Schweizer Messer. Ich glaube, Huntsman heißt dieses Modell mit der obligatorischen Klinge. Jetzt kriegen viele gleich eine Schnappatmung. Aber damit kann ich doch gar kein Holz spalten. Doch, kannst du. Du musst es nur so klappen, dann auf das zu spaltende Holz so auflegen und hier oben vorsichtig drauf rumklopfen. Zumindest kannst du damit einigermaßen dünnes Holz spalten. Das gilt auch für frisches, dünnes Holz. Und wenn frisches, dünnes Holz nicht morsch ist, dann reicht so eine Stärke von Frischholz schon vollkommen aus, um damit einen Rahmen für ein hohe Gewichte aushaltendes Dach beispielsweise zu bauen. Jetzt vielleicht nicht unbedingt für ein Trapperbett, also sprich ein hölzernes Bettgestell in Anführungszeichen, auf dem man schlafen kann. Das ist übrigens in Alaska oder Kanada auch nicht zwingend notwendig. Da muss man nicht zwingend vom Boden weg. In den Tropen ist das sehr, 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 sehr empfehlenswert. Bis hin zu unbedingt notwendig, je nachdem, wo man ist.
aber in Alaska nicht zwingend. Ja? Kann man machen, muss man nicht machen. Man kann sich auch einfach ein Polster aus beliebiger Vegetation, zum Beispiel Nadelholzzweigen, bauen und sich da einfach mit dem Schlafsack draufschmeißen. Das spricht erstmal wenig dagegen. Ja? Daher Material, das für einen Lagerbau, ein großes Dach, gegebenenfalls auch Wände erforderlich wäre, kann man hiermit sehr wohl bearbeiten. Man kann auch dickere Balken tatsächlich durchsägen, indem man die eben von allen Seiten ein wenig ansägt. Da mache ich mal noch irgendeinen Praxisteil und zeige euch mal vielleicht noch. Ansonsten könnt ihr das natürlich alles bei Felix Immler sehen. Was man auch immer mit dem Schweizer Taschenmesser machen kann, man kann es bei Felix Immler nachgucken bzw. nachlesen in seinen diversen Büchern. Alles sehr empfehlenswert. Wie dem auch sei, jedenfalls mit dieser Säge kriegt man auch schon deutlich dickeres Holz durch, als man denken würde, dass man durchbekommt. Und das langt dann wirklich für jedes erdenkliche Bauprojekt auch aus. Mit Ausnahme von Blockhaus. Wer jetzt also unbedingt erwartet, dass die Kandidaten bei Seven vs. Wild Staffel 3 ein Blockhaus bauen, der muss tatsächlich, und das wurde in den Kommentaren unter Fritz' Ankündigung zur Ausrüstung bisher sehr, sehr oft geschrieben, der muss tatsächlich darauf bauen, dass sich die Organisatoren noch einfallen lassen, dass jeder noch ein großes Werkzeug mitnehmen darf, zum Beispiel eine Axt oder eine Säge. Und das wahrscheinlich pro Person oder pro Team, weil wenn das pro Team, pro Person wäre, dann nimmt der eine Säge und der andere eine Axt und haben wir halt Großbauprojekte. Ob das wirklich zielführend ist, ist eine andere Frage, weil die halt auch enorm viel Energie verbrauchen. Für 14 Tage lohnt sich der Bau eines sicheren Shelters, auf jeden Fall. Ja? Mehr als das wäre aber Energieverschwendung. Weil du brauchst kein Blockhaus, du brauchst auch, vielleicht brauchst du psychisch eine bärensichere Hütte, in Anführungszeichen bärensicher, oder zumindest eine, die den Eindruck erweckt, bärensicher zu sein. Da kann man drüber nachdenken, da wäre dann tatsächlich ein richtiges Blockhaus eine Option, aber mit der Energieversorgung, die da sichergestellt ist, ist der Bau eines Blocks, auch Blockhauses, einfach derart anstrengend, dass ich das einfach nicht sehe, wie das ohne Futter gehen soll. Selbst bei Alone, und das sind ja wirklich noch mal eine andere Nummer von Profis, die da mitmachen im Vergleich zu Seven vs. Wild, hat noch kaum jemand ein wirklich, wirklich krasses Blockhaus errichtet, bei dem man sagen würde, ja, da kommt der Bär tatsächlich nicht durch, einfach wegen Energiemangel. Das hier ist also vor allen Dingen wegen Klinge und Säge interessant. Es gibt auch noch die kleine Klinge. Warum ist das interessant? Weil man die große Klinge dann quasi für gröbere Arbeiten verwenden kann. Notfalls in Kauf nimmt, dass einem die große Klinge dabei vielleicht eventuell sogar kaputt geht. Aber irgendeine Möglichkeit, kleine Schneidarbeiten durchzuführen, wie zum Beispiel Feinschnitzgeschichten, wenn man sich Angelhaken schnitzen möchte, das kann man theoretisch tun. Ob die so gut sind, weiß ich nicht. Wie gesagt, Thema Fisch, kenne ich mich nie aus. Aber man kann die kleine Klinge schonen, die kleine Klinge auch sehr scharf halten für Dinge, für die man eine richtig scharfe Klinge braucht. Das ist der Zug, was hier gerade vorbeifährt. Wäre eine Option. Ja, was man natürlich vielleicht auch ganz angenehm findet, ist die Schere zur Nagelpflege schlicht und ergreifend. Über 2 Wochen dann auch irgendwann mal zumindest ein kleineres Thema. Wer da keine Lust hat zu kauen zum Beispiel oder das einfach, meine Güte, ist ja wirklich der halbe Wald drin, oder einfach das Ganze mit dem Messer abschneiden möchte, kürzen möchte, für den könnte das interessant sein. Und ja, Zahnstocher und Pinzette. Pinzette hochgradig spannend, wegen dem kleinen Spreißel nicht gleich das erste Hilfeset aufmachen zu müssen. Hier ist sie. Ja, wäre also durchaus ein Messer der Wahl, was ich verstehen könnte, wenn jemand sagt, das nehme ich mit, damit komme ich zurecht. So, wer mehr Werkzeug haben möchte, es gibt Kettensägen in Form von wirklich einer Kette, die man zusammenlegen kann zu einer kompakten Form und die dann hier reinpassen würde. So ein Sägeblatt hier passt da logischerweise nicht rein, ja, aber ist biegbar. Ja. Ich möchte es nicht riskieren, es kaputt zu machen bzw. hinterher zurückbiegen zu müssen, deswegen werde ich es jetzt nicht reinpacken, aber es ist problemlos zumindest mal so weit biegbar und ich würde behaupten, allerschlimmstenfalls, wenn man dann wirklich in Kauf nimmt, dass man einen ganz kleinen Knick dann später drin hat oder es nicht mehr hundertprozentig gerade bekommt, bis man es auf Spannung bringt, würde ich behaupten, das bekommt man zur Not auch in so eine Flasche. Wenn nicht, müsste man auf dem Markt mal ein bisschen nach Sägeblättern suchen, ungefähr dieser Länge, vielleicht ein Hauch kürzer oder noch länger, dann wären sie eventuell
eventuell dünner und dann noch biegsamer. Da müsste man sich einfach mal umschauen im Metallwarengeschäft seines Vertrauens. Dann kriegt man hier auch sowas rein. So, was willst du damit erstmal anfangen? Ja, erstmal gar nichts. Aber das hat hier so kleine Nopselchen, wie ihr sehen könnt, beziehungsweise da sind einfach Nieten oder Schrauben drin. Sowas kann man sich zur Not auch selber basteln. Also ich nicht, ich bin ja handwerklich furchtbar unbegabt, aber ich würde meine Frau bitten, dass sie das für mich bastelt. Ja, so läuft das bei uns. Und dann hat man hier so kleine Nopselchen drin und ohne jetzt gleich groß mit Holz arbeiten zu wollen, dann kann man sich eine solche Bügelsäge auch aus Holz improvisieren. Denn was man dafür braucht, ist im Prinzip zwei große Stücken Holz. Die kann man mit einem Schweizer Taschenmesser zurecht bearbeiten, ne? Das ist machbar. Dann macht man hier unten Schlitze, hängt die mit ihren Nopselchen in diese Schlitze rein und dann hängt das schon mal zwischen zwei Griffen. Ne? Das oben könnt ihr euch wegdenken. Wenn wir jetzt noch hier einen Ast einbauen mit fixer Länge zwischen den beiden, hier noch jeweils ein Löchlein reinbohren mit der Ahle unseres Schweizer Taschenmessers, überhaupt kein Problem. Ja? Zum Beispiel der Ahle unseres Schweizer Taschenmessers und hier oben dann eine Schnur spannen. Ja, und von Stock zu Stock und diese dann aufdrehen, ja, zwirbeln, bis sie kürzer wird, dann wird das hier zusammengezogen und damit automatisch da unten auseinandergedrückt, ja, auseinandergezogen, whip, hier weg, da weg und jetzt simple Physik, damit spannt sich natürlich hier das Sägeblatt, und das ist das gleiche Prinzip hier wie mit dieser Alu-Variante, und dann haben wir eine wunderbare Bügelsäge und das kann man wirklich selber bauen, insbesondere diejenigen unter den Teilnehmern, die eine gewisse technische Begabung haben, beispielsweise so ein Fritz würde das locker hinbekommen, da bin ich vollkommen überzeugt von. Und warum Fritz beispielsweise? Weil es der einzige Kandidat ist, der schon feststeht natürlich. Ja, aber das ist machbar. Und das könnte man zum Beispiel wirklich mit der Mitnahme eines normalen, soliden Sägeblatts erreichen. Aber es gibt eben auch so Drahtsägen, die sind relativ scheiße, die reißen auch sehr schnell. Es gibt auch mobile Kettensägen, die wirklich so ein bisschen wie eine Kettensäge aussehen, infaltbar. Da könnte man drüber nachdenken. Aber auch diese Draht- bzw. Kettensägen würde man dann, damit es länger hält, zu so einer Bügelsäge umfunktionieren. Statt eines Sägeblattes hier halt Draht oder Kette einbauen und damit hätte man dann wirklich mit minimalster Materialmitnahme zumindest mal eine Säge. Mögliche Axtköpfe, die hier reinpassen und Stiel selber machen, gibt es. Das gibt dann aber eine Axt, die nicht wirklich viel mehr praktischen Nutzen bringt als ein kleines Messer, wenn man mal ehrlich ist. Ja, also da sehe ich die Notwendigkeit wirklich nicht. Es sei denn, man sagt, Holzhacken ist mein Ein und Alles und ich will unbedingt Holzhacken. Und daher brauche ich unbedingt eine egal wie winzige Axt, damit ich Holzhacken kann. Bitte. Ranger Wood 55, muss nicht zwingend in der Wood-Ausführung sein, braucht hier auch nicht so ein Anhängerchen, damit man sich irgendwo noch festmachen kann. Mit möglicherweise Firesteel und Zunder zum in den Schraubenzieher einschrauben. Damit kann man sogar auch wirklich Feuer machen. Ja, in Alaska wäre es mehr so ein Backup. Aber geht. Ja, geht auch im Schnee zur Not. Alles schon ausprobiert. Hat zwei wesentliche Funktionen. Hat nämlich erstens eine größere Klinge. Wer sagt mir, ist die Klinge von dem Ding hier wirklich zu winzig? Die hier ist A noch ein bisschen robuster. Die ist auch ein bisschen dicker vom Klingenrücken her. Da kann man also ein bisschen eher was mit auch mal batonieren, wenn man das unbedingt möchte und muss. So viele Gründe, wo man das wirklich unbedingt muss, gibt es de facto nicht.
Insbesondere da man ja Zunder mitnehmen kann. Das heißt, du kannst auch ein Feuer anmachen, ohne riesige Stämme zu spalten, um an das trockene Kernholz zu kommen. Du kannst auch einfach Zweige sammeln und zum Brennen bringen, insbesondere wenn du einen Zunder mitgenommen hast. Zum Beispiel, wenn man da auf Nummer sicher gehen möchte, wäre das Ding hier eine Alternative, zeige ich euch nachher. Zum Beispiel, Zundermöglichkeiten gibt es 10.000. Ja, das ist reichlich. Gut. Meiner Meinung nach ein wunderbares Messer, zählt zu meinen persönlichen Lieblingsmessern, für generell mit in den Wald nehmen. Die Klinge ist toll, die Klinge kriegt man super scharf, die Klinge hat eine gewisse schöne Länge, dass man damit auch schön arbeiten kann, wäre wahrscheinlich mein Messer der Wahl. Außerdem, und das ist ein Riesenplus, kann man sich alle weiteren Überlegungen bezüglich Sägen ein Stück weit schenken, indem man sich diese Säge mal anguckt. Weil damit kann man mindestens, also wenn die Säge jetzt so lang ist, würde ich behaupten, du kannst einen Ast, der so dick ist, mit dieser Säge tatsächlich bearbeiten, weil der Ast ist ja rund. Da muss man sich dann also so rund hier mal ein bisschen reinsägen, da ein bisschen reinsägen, dort ein bisschen reinsägen, dort ein bisschen reinsägen. Das ist mühsam, aber es geht. Wenn also jemandem was einfällt, weshalb er wirklich einen so dicken Ast durchsägen möchte, das kann man mit dieser Säge machen und ansonsten ist die halt sehr zuverlässig, die ist schön scharf, die sägt auch ordentlich flott und die ja, ist nicht so leistungsfähig wie so eine Bügelsäge, die man sich dann aus Holz selbst zusammengebastelt hat. Das ist schon so, aber vielleicht für den einen oder anderen, der eh sagt, ach so viel will ich gar nicht sägen, könnte das eine Alternative sein und ich möchte bitte gerne eine halbwegs brauchbare Klinge dabei haben. Ja, warum dann nicht das Ding? Und für Fragen der Lochbohrung für verschiedene Bastelprojekte ist hier auch eine sehr, sehr gute Ahle dabei, wenn auch die hier auch schon völlig in Ordnung ist. Ja, also das wären so die beiden Messer, die bei mir in die engere Auswahl kommen. Was braucht man da noch? Jetzt haben wir was zum Scheltern. Fürs Scheltern bräuchten wir aber noch in irgendeiner Form eine Strippe. Strippe Nummer 1, die in Frage käme, wäre dieses Zeug hier. Das ist Dyneema. Ich brauche es nicht aufwickeln. Ihr könnt euch vorstellen, wie das dann aussieht. Dann ist es eine lange Schnur. Dyneema, insbesondere als Seil, ist das stabilste Seil der Welt für den Durchmesser. Zumindest das, was man kaufen kann, mal von Drahtseil abgesehen. Aber das hat dann wieder andere Nachteile. Und damit ließe sich, wenn man davon genügend mitnimmt, zum Beispiel vom Fritz, der ja schon bewiesen hat, dass er sowas kann, beispielsweise eine Hängematte knüpfen. Stabilität locker, überhaupt kein Problem, muss man sich gar keine Gedanken machen bei der Dicke, das hält bestimmt 350, 500 Kilo locker, Quatsch, viel mehr. Dyneema ist im Grunde ab einer wirklich minimalen Seilstärke nahezu unreißbar für das, was man im Outdoor-Bereich so braucht, absolut eine interessante Schnur. Wer damit irgendwelche Flechtprojekte oder ähnliches vorhaben sollte. Man kann sich auch ein Fischnetz daraus herstellen, dann gegebenenfalls noch ein paar dünnere Stücken mitnehmen, gibt es eben in verschiedensten Dicken auf dem Markt zu bekommen und wäre eine Idee. Ne? Die ganz, ganz dünnen gehen natürlich auch als Angelschnur. Ich weiß gar nicht, ob es Angelschnur gibt, die schon daraus ist. Weiß ich nicht. Wie gesagt, Thema Angeln kenne ich mich nicht aus. Ansonsten, Paracord ist natürlich immer eine Wahl. Das normale 550er Paracord, das ist so dieses Standardzeug, was ich hier auch habe, muss man sich natürlich klar machen, wenn man davon viel haben möchte. Ja, das hier sind ungefähr 12 Meter, glaube ich. Ne, 15. 20? Ja, selbst wenn es 20 wären, Flasche ist damit weitgehend schon ziemlich, ziemlich voll. Das heißt, Standard-Paracord würde ich mir überlegen, ob ich das wirklich mitnehmen will in dem Ausmaß, einfach wegen dem Volumen. Natürlich kann man mit Paracord, und dafür schnibbeln wir hier jetzt mal ein bisschen was ab, kann man natürlich noch die ganzen Innenstränge nutzen, seht ihr hier. Ja, also da sind so diverse, das Ding besteht normalerweise aus 7, normalerweise dieser weißen Stränge. Und jetzt ist hier, ich hoffe man kann es sehen, verdächtig auch noch ein roter Strang dabei. Das hier ist nämlich kein Standard-Paracord, sondern das sogenannte Firecord. Und im Firecord befindet sich neben dem Standardinhalt, ja, diese diversen weißen Dinger. Deswegen reicht auch wenig Paracord, wenn man die weißen Teile zum Teil natürlich zusammenknoten kann und da kommt dabei dann was raus, was man dann anderweitig nutzen kann. Aber neben diesen weißen Dingern befindet sich im Firecord auch irgendwo, auch wenn ich sie jetzt gerade nicht finde, ein Stück Angelschnur. Ja, wo ist es denn?
Ja, also eigentlich sollte eine der Sehnen eine Angelschnur sein. Davon abgesehen, man kann auch die Paracord-Sehnen ein Stück weit als Angelschnur verwenden, ist aber wohl nicht so gut, sollte wohl besser durchsichtig sein. Aber Firecord vor allen Dingen deswegen, Angelschnur würde ich sowieso separat mitnehmen, kann uns also egal sein, weil hier eben dieser rote Faden drin ist und der ist insbesondere etwas aufgeraut mit dem Fire-Steel entzündbar. Je mehr aufgeraut, desto besser und ist leicht gewachst, brennt daher eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ne? Also so sieht das dann hier aus, zeige ich euch auch gleich nachher noch, wenn wir dann zum Thema möglichen Zunder und mögliches Zeug zum Feuer machen kommen. Also da kann eben Firecord durchaus eine Alternative sein, muss man sich aber eben wegen dem Volumen durchaus überlegen. Firecord war bei Staffel 2 auch schon bekannt. Wurde sogar explizit verboten, dass man, wenn man Paracord mitnimmt, gefälligst normales Paracord mitzunehmen hat und nicht Firecord. Ja, oder Firecord mit Draht drin und Firecord mit Angelsehne drin. Angelsehne meine ich, ach, hier ist sie. Ha, hab sie gefunden. Ja, das ist die Angelschnur, die da noch mit drin ist. Genau, das wäre also dann die Schnurvariation. Die beiden Sachen würden bei mir in die engere Auswahl kommen. Theoretisch könnte man natürlich auch einfach noch einen ganz dünnen Faden, der dann gar nicht so haltbar sein muss, mitnehmen. Wenn es nur darum geht, beim Shelterbau beispielsweise Äste in Astgabeln zu fixieren, damit die dann nicht so schnell rausfallen. Das ist in einer Astgabel normalerweise überhaupt nicht möglich und es funktioniert auch Shelter komplett ohne Schnur zu bauen, gerade durch Astgabelverbindungen, durch Kerben im Holz, dass man dann also eingekerbten Ast in eingekerbten Ast in die Kerbe reinlegt und sich das dann so ein bisschen wie Lego-Steinchen in Anführungszeichen zusammenfügt. Das kann man alles auch machen. Da braucht man im Grunde, klar, Schnur hilft, aber man braucht sie nicht zwingend. So, ja, also das sind auch nochmal so Überlegungen. Ein paar allgemeine Hilfsmittelchen, die meiner Meinung nach noch ganz interessant sein könnten, sind solche Tuchtabletten. Für die persönliche Hygiene, je nachdem wie man so drauf ist, mag man ja vielleicht gerne unbedingt was für die persönliche Hygiene dabei haben. So, und jetzt bräuchte man Wasser. Reicht das schon? Da hinten ist ein bisschen feucht. Das sollte reichen. Ja, also ich halte das jetzt einfach ins Moos auf dem Boden. Und das ist jetzt etwas aufgequollen. Und sobald das mit ein bisschen Feuchtigkeit, man kann es auch mit Spucke machen, das ist jetzt natürlich für Videozwecke ein bisschen eklig, aber oder draufpinkeln, auch das geht. Aber sobald das ein bisschen feucht geworden ist, kriegt man das aufgewickelt, muss es dann gegebenenfalls noch feuchter machen und das Resultat ist dann ein solches Baumwolltüchlein, das ist tatsächlich Baumwolle. Damit ist es übrigens auch biologisch abbaubar, nur für die Freunde der Natur, die keinen Müll hinterlassen wollen. Übrigens die Chancen, dass in Alaska bzw. Kanada kein Müll rumliegt, die sind durchaus vorhanden. Ja, im Wesentlichen gibt das, wenn man es dann nicht verreißt und vorher ordentlich nass macht, dann reißt das nämlich auch nicht. Ein solches Tuch dieser Größe, das ist universell als Survival-Gegenstand unglaublich praktisch, weil zumindest notdürftiges Verbandmaterial, wirklich nur notdürftig. Es können minzige Fetzen sich lösen und vielleicht in der Wunde verbleiben. Das ist nicht ganz optimal, aber man kann es, ja, für Survival reicht es. Ist ein toller Waschlappen, ist ein hervorragendes Klopapier. Es gab mal Fälle einer Survival-Show, die ich eigentlich insgesamt nicht besonders toll fand. Deswegen will ich auch gar nicht sagen, welche. Nachher guckt die noch jemand. Aber da gab es eine Kandidatin, die ausgeschieden ist, weil sie 14 Tage lang nicht scheiße war, um es mal deutlich zu machen, weil sie nicht kann, es geht nicht, mentaler Verschluss sozusagen und ist dann wegen akut drohendem Darmverschluss, also heftiger Verstopfung aus dem Spiel, muss man ja wirklich sagen, bei diesen Survival-Shows genommen worden, weil es gesundheitlich einfach nicht mehr tragbar gewesen wäre und die dann echt böse Bauchschmerzen und so weiter und so fort bekommen hat und dann in die Klinik und ja, ich gehe mal davon aus, dass ihr inzwischen wieder gut geht. Näheres wurde nicht berichtet. Ja, aber vielleicht für jemanden, für den das echt ein Riesenproblem darstellt. Und das hat es wohl, könnte ich mir vorstellen, auch schon bei Seven vs. Wild vielleicht schon gegeben. Ich meine mich sogar zu erinnern, dass das mal thematisiert wurde. Egal, das wäre eine Anwendung. Oder halt eben einfach die Möglichkeit, sich ein bisschen hier damit einfach sauber machen zu können, ein bisschen waschen zu können bei minimalem Volumen, ein paar von den Teilen. Wer sagt, ich brauch's? Ja?
kann man sich streiten. Du kannst da natürlich noch eine Zahnbürste reinschmeißen, eine abgesägte Zahnbürste, wobei Zahnbürste absägen nicht so viel bringt. Für 14 Tage vielleicht auch durchaus ein Thema. Ne? Ja, auch Bereich mögliches nützliches Kleinzeug kann dieses Zeug hier darstellen. Das ist ein biologisch abbaubares Plastiksäckchen. Wichtig, das mit dem biologisch abbaubar, ne? Wenn es einfach nur ein Plastiksäckchen. Endlossack, kannst du beliebig lange hier rausziehen. Hat hier dann eine kleine Klinge eingebaut, dass man das einfach so abreißen kann. Und jetzt kriegst du im Grunde na, jetzt ist offen. So einen langen Schlauch, der ist natürlich auch am anderen Ende offen, wenn ich das jetzt weitermachen würde. Aber da kannst du einfach einen Knoten drauf machen und schwuppdiwupp hast du einen Sammelbeutel für allen möglichen Krempel, den du unterwegs so findest, für Beeren oder eine Möglichkeit, empfindliche Ausrüstung sicher wasserdicht zu lagern, ohne die in deine Flasche reinpacken zu müssen, weil die Flasche ist ja per se auch erstmal ein Ausrüstungsgegenstand und kann zur Wasserspeicherung logischerweise verwendet werden, kann zum, falls die Metallvariante zulässig sein sollte, selbst verständlich auch als Kochgefäß verwendet werden. Weiß ich nicht, ob das zulässig ist. Ja? Ich glaube, er hat es nicht explizit gesagt, der Fritz, dass die Metallvariante nicht zählt, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja, damit kann man auch Wasser selbstverständlich über größere Mengen transportieren, in größeren Mengen im Lager vorrätig haben, muss man nicht ständig so viel laufen, spart Energie, spart Nerven. Minimalster Platzbedarf. Man kann auch diese innere Tüte hier rausnehmen und sich das ganze Geraffel drumherum, damit sich das schön abwickeln und so weiter und so fort lässt. Das musste ja nicht zwingend alles mitschleifen. Ja, wäre halt nur für denjenigen, bei dem es auf Platz nicht ankommt, interessant. Und nochmal, wenn man hier ein Knötchen drauf macht, ist das ein wahnsinnig multifunktionales Zeug, mit dem man ganz viele Sachen machen kann. Notfalls auch ein Dach, das an einer spezifischen Stelle undicht ist, an einer spezifischen Stelle abdichten. Man kann die ja auch aufschneiden, dann gibt das auch eine deutlich breitere Angelegenheit. Und wenn man das dann sehr lang auszieht, ich glaube, das sind 5 Meter oder wie viel? 7 Meter. Dann hat man schon eine Menge zusätzliches Plastik. Und Plastik mag böse sein, für Survival-Zwecke ist es aber verdammt nützlich. Ja. Vielleicht ist da noch der sogenannte Prepper-Stick interessant. Das ist ein alter Cocktailstrohhalm. Alt, weil in der EU inzwischen verboten. Kriegt man noch in der Schweiz zum Beispiel oder Norwegen. Da kann man sowas derzeit noch kaufen. Im Internet müsste man vielleicht gucken, ob es noch irgendwo gebraucht welche gibt. Aber für den Kandidaten von Seven vs. Wild sollte es dann möglich sein, den Aufwand irgendwie zu betreiben, an dieses Zeug dran zu bekommen. Man kann es zur Not auch aus den USA importieren oder Großbritannien selbstverständlich und so weiter. So, was ist ein Prepper-Stick? Man nimmt einen dicken Strohhalm, es kann theoretisch auch ein dünner Strohhalm sein, aber aus Plastik sollte er sein, zwickt den auf der einen Seite zusammen, nimmt ein Feuerzeug und flammt die eine Seite ab. Das muss man natürlich gucken, dass man das schön gründlich und vorsichtig macht, damit da keine Öffnung entsteht, beziehungsweise das wirklich schön schmilzt. Und dann zusammenklebt, und wenn das der Fall ist und das Ganze abgekühlt ist, dann hat man das auf einer Seite zu, kann jetzt auf der anderen Seite reinfüllen, was immer man lustig ist. Zum Beispiel hier Firecord-Schnur, warum auch immer man das tun sollte, aber nur so exemplarisch. Und auf dem gleichen Wege kriegt man die andere Seite dann auch noch zu. Man kann die natürlich auf der gewünschten Länge abschneiden. Und das Spannende ist, das ist natürlich auch für Flüssigkeiten geeignet. Es sollten keine brennbaren Flüssigkeiten sein, weil wenn du die reinfüllst und dann versuchst, das Ganze mittels Feuer zuzumachen, flammt dir das ganze Ding ab. Da sollte man also vorsichtig sein. Habe ich mal ausprobiert. War nicht so gut. und daher, ja, aber einfach noch so ein kleiner Mini-Tipp, weil ich gerade einen rumliegen hatte, dass das auch noch eine Option wäre, da irgendwas drin. Wasserdicht, sehr wasserdicht zu verpacken, zum Beispiel ein Notfall-Fire-Kit mit 4-5 Streichhölzern, bisschen Zunder, noch eine Reibefläche oder ein Notfall-Angel-Kit mit Ersatz-Angelhaken, generell seine Angelhaken da rein, vielleicht, eventuell, keine Ahnung, ja.
Da kann man sich hier streiten. Wenn man es doof findet, findet man es doof. Ein Gegenstand, der meiner Erfahrung nach auch bei vielen Gruppentouren etwas ist, was wirklich dringend mitgenommen werden sollte für spezielle Leute, die sowas brauchen. Ich persönlich so gut wie nie. Nach 2 Wochen wird es irgendwann mal interessant, dann hätte ich es mal gerne. Aber so, sonst so gut wie nie ist das hier. Also einfach ein Lippenpflegestift, das ist ein Körperteil. Und das Ding kann ja auch noch andere Dinge pflegen aus nur Lippen. Und ist gleichzeitig übrigens auch noch brennbar, wenn man jetzt zum Beispiel so einen Lappen hier hat. Ja? Und reißt sich da was ab und nimmt ein Stückchen oder schmiert das grob gründlich mit Labello ein. Noch ein bisschen gründlicher vielleicht. Also Multifunktionsnutzen ist durchaus gegeben und will das jetzt anzünden. Das geht auch mit dem Firestick, ich bin nur faul. Dann, ich hoffe, ihr könnt das sehen, ist das durchaus brennbar. Brennt übrigens auch sehr, sehr, sehr lange, insbesondere wenn der Lappen vorher nicht nass geworden ist, geht das sogar noch viel, viel, viel besser. Und brennt hier jetzt auch fröhlich weiter, aber ich mache das natürlich jetzt mal aus. Ne? So, das zum Thema Labello, also wirklich vielleicht auch durchaus eine Option. Die bestehen im Wesentlichen aus einer etwas ortfreundlicheren Variante von, mir fällt gerade ums Verrecken der Namen nicht ein. Ich schreibe es euch unten hin, bevor ich jetzt hier ewig lange überlege. Praktisch sind dann zum Beispiel auch, da gab es mal einen ganz tollen Trend, dass man in solchen Döschen Survival Kits unterbringt. Wer da Spaß dran hat und so ein Döschen dann mitnehmen möchte, da kann aber zum Beispiel drin sein, nur so als Ideensammlung, Gummibänder. Alle möglichen Anwendungsbereiche, zur Not auch 2 Stöcke miteinander, notdürftig, rutschsicher fixieren. Spannend sind Skalpellklingen. Ja, was die tun, brauche ich niemandem sagen. Nichts nicht nur für Erste-Hilfe-Zwecke, sondern eben auch einfach schlicht und ergreifend als Not-Ersatz. Wenn man gar kein Messer mehr hat und dann wenigstens noch ein bisschen was schneiden möchte, Holzbearbeitung, damit aber eine sehr mühsame Angelegenheit. Nicht unmöglich, nur sehr mühsam. Ein bisschen Draht, das kann man selbstverständlich auch so in die Flasche schmeißen. Da braucht man nicht eine kleine Dose für. Auch sehr, sehr interessant, insbesondere auch für Aufhängungen von Gefäßen, die man übers Feuer hängen möchte. Wenn du das nämlich mit Paracord oder einer anderen entflammbaren Schnur machst oder schmelzenden Schnur, dann ist das halt für eine Feueraufhängung nicht so wirklich toll. Und gerade wenn man keinen richtigen Topf dabei hat, wird man sich ja sowieso, sofern dann wie gesagt das hier nicht zulässig ist, irgendeine Form von Topf improvisieren müssen. Da kann ein bisschen Draht sehr, sehr hilfreich sein. Dann habe ich hier noch drin für die Freunde der Wasseraufbereitung oder der Trinkwasserangsthabenden. Ist in den Tropen viel schief gelaufen, was die Wasseraufbereitung angeht. Ja, vorsichtig ausgedrückt. Ist in Alaska, Kanada längst nicht so schlimm. Die meisten Oberflächenwasser dürften trinkbar sein. Sollte man was haben wollen, was da hilft, sind zum Beispiel diese kleinen, da sind in der Mitte jeweils eine Tablette drin, das sind 2 Stück, Wasserentkeimungstablettchen, das ist noch der alte Bundeswehrkrempel, könnten da eine Rolle spielen. Die hier sind übrigens auch nicht wirklich viel gesundheitsschädlicher als zum Beispiel Micropur Forte von Katadyn, was man im 100-Tabletten-Pack für bezahlbares Geld, kleines Geld ist übertrieben, aber bezahlbares Geld bekommt. Und die sind, wenn man die dann noch in zum Beispiel einem Prepper-Stick verpacken möchte, kriegt man davon locker in den Dingerich hier, keine Ahnung, den Bedarf, den man über die Zeit hat, kriegt man da auch rein. Man könnte es auch in flüssig mitnehmen, auch in einem Prepper-Stick, eine winzige Ecke abtrennen, den irgendwo hinstellen, wo er sicher steht, dass er nicht umfällt, und kann dann aus dieser winzigen Ecke das Ganze auch tropfenweise dosieren als Flüssigvariante. Ist nochmal rein vom Volumen her interessanter als die Tabletten zur Wasseraufbereitung. Das langt übrigens in diesen nördlichen Lebensräumen vollkommen aus, da brauchst du keinen Greilwasserfilter mitschleifen, musste wirklich nicht. Ist völliger Overkill, absolut nicht notwendig. Chemische Wasserentkeimung reicht da komplett aus, wenn man sich unsicher ist. Sonst abkochen, wenn man ein Kochgefäß hat. Ja, Kochgefäß-Improvisation, da bin ich wahnsinnig gespannt drauf, was sich die Leute da einfallen lassen. Ich glaube, auf die Dauer, bei diesem 14-Tage-Szenario wird niemand damit zufrieden sein, ein bisschen dicke Alufolie mitzunehmen und sich daraus ein Kochgefäß zu falten. Das ist aber natürlich eine Option. Ne? Also die kann man sich auch schon daheim ein bisschen vorfalten, so wie hier passiert.
sieht dann ungefähr so aus. Und dass man sich jetzt hier draus ein Becherchen zusammenfalten kann, könnt ihr euch vorstellen. Ne? Irgendwie so. Dann hier schön nach innen. Da noch schön nach innen. Und hier noch schön nach innen. Und ja, Hauptsache schnell. Quick and dirty, wie es so schön heißt. Ne? Nicht schön, aber kocht Wasser. Ja? Und wenn man das dann natürlich noch viel schöner macht, dann kocht es viel schöneres Wasser. Vielleicht die beste Methode, ich wüsste keine bessere, wie man für die erste Zeit ein notdürftiges Kochgefäß transportiert bekommt. Haken. Diese Spitzen hier, ne? Die Eckchen. Da reißt das dort noch ganz gerne schnell mal ein und man kriegt kleine Mini-Löcher. Das verhindert nicht, dass das Wasser irgendwann kocht und ein richtig brennendes Feuer löscht das auch nicht. Aber ja, vielleicht, wer dafür noch eine Lösung kennt, Panzertape drüber machen, funktioniert nicht. Ja, weil Feuer und so weiter und so fort. Aber ja, ist zumindest ein Ansatz, den ich weitergeben möchte. Bloß nicht mit normaler Alufolie versuchen, es sollte schon eine dickwandige Alufolie, Alublech, Alu, wie auch immer man das nennen möchte, rein. Ja, dann hatte ich noch überlegt, für Leute, die wirklich sagen, ich will vor allen Dingen vor den Elementen geschützt sein. Mein Feind ist Kälte. Man kann auch einen Poncho notfalls hier reinquetschen. Ne? Also der da würde, wenn man ihn entsprechend anders wickelt und so weiter und so fort, hier schon reinpassen. Da bin ich voll und ganz von überzeugt. Nimmt natürlich außerordentlich viel Platz weg. Ja, aber für mein Feind sind die Elemente-Szenario, wäre das ein außerordentlich vielseitiges Kleidungsstück. Man bräuchte auch nicht unbedingt zwingend noch eine Rettungsdecke, weil man hiermit selbstverständlich auch ein Shelter bauen kann. Und zwar eins, das einem nicht schnell einreißt, wo man nicht super, super vorsichtig und filigran mitarbeiten muss und gut aufpassen muss. Wenn man also jemand ist, der eher ein grober Klotz ist beispielsweise, könnte das eine Alternative sein. Ich habe den jetzt einfach mal als Beispiel mitgenommen. Das ist ein uralter Fjällräfen-Poncho von meiner Mutter, den mein Vater meiner Mutter mal geschenkt hat, damit meine Mutter, wenn sie mit ihm im Fjell unterwegs ist, nicht ganz so nass wird. Nichtsdestotrotz, der ist noch gut. Zumindest damals waren Fjellreben-Produkte noch unzerstörbar. Bin mir nicht sicher, ob das heute noch so ist. Egal. Aber nur eine persönliche Meinung. Keine böse Unterstellung. Ich sage, ich bin mir nicht sicher. Ich sage nicht, es ist so. Dass es nicht so wäre. So, was haben wir noch? Alternative Nahrung wollte ich hier gerade noch kurz was in den Raum geworfen haben. Es gibt selbstverständlich auch noch diese Notnahrungskomprimate. Das ist im Wesentlichen Weizen in halbwegs geschroteter Form zusammengepresst, klebt mit Öl, das heißt die Fettkomponente, bisschen Eiweiß häufig noch hinzugefügt in Form von Milcheiweiß, häufig, muss nicht zwingend so sein, und Zucker, damit das Ganze tendenziell etwas süßlich schmeckt. Ja? Aber nicht viel Zucker im Regelfall. Ist natürlich besser essbar, kann ungekocht gegessen werden, gibt einem vielleicht auch schneller ein Sättigungsgefühl, weil man irgendwie das Gefühl hat, dass dieses sägespänartige Zeug, je nach persönlichem Geschmack, ich finde die gar nicht so schlecht, aber ich bin auch komisch, ein bisschen problematisch sein könnte, aber selbst die kleinste Packung, die man davon kaufen kann, ja, so in dieser Form, ewig haltbar, wirklich ewig, ewig lagerbar, kannst du wegwerfen, kannst du mit dem Auto drüber fahren, kannst du danach immer noch essen, ist dann halt nicht mehr so schön, aber geht. Und passt hier nicht rein. Das heißt, man müsste die schon einzeln da reinschmeißen und einzeln verpackt sind die dann nicht mehr. Ja, also sobald so eine Portion aufgerissen ist, ist es vorbei mit der Kompaktheit. Daher nur eine Idee, prinzipiell einfach auch gesagt zu haben, was ich nicht mitnehmen würde. Sowas. Ja? Dann kann man noch drüber nachdenken. Das habe ich hier noch an kleinen lustigen Utensilien, ob man vielleicht seinen Speiseplan etwas ergänzen möchte. Insbesondere wer sich zutraut, tatsächlich Fisch zu organisieren, der könnte ja vielleicht noch Freude dran haben, wenn besagter Fisch dann auch nach was schmeckt oder generell einfach Dinge, die man zu essen dabei hat, noch ein bisschen anreichern möchte. Da kommt in Frage Brühwürfel. Ja, der gute alte Brühwürfel, vorzugsweise die sogenannte fette Brühe, das ist jetzt irgendwas anderes. Die fette Brühe hat gefühlt 3 Kalorien mehr als ein normaler Brühwürfel. Machen wir uns nichts vor. Satt machen die nicht. Für die Psyche
können die sehr, sehr interessant sein. Und selbst ein Wassersüppchen, in das du einen Brühwürfel geschmissen hast, ist für die Psyche außerordentlich hilfreich. Außerordentlich. Da spreche ich wirklich aus Erfahrung. Gab schon Situationen, in denen mein Proviant, als ich irgendwie einen Tag länger zum Beispiel mal in Schweden unterwegs war als geplant, und mein regulärer Proviant tatsächlich alle war, und ich nur noch meinen Notproviant bestehend aus tatsächlich sowas und sowas dabei hatte, war das hier schon in Ordnung, aber das dann tatsächlich ein kleines Highlight. Ja? Und da kann man schon sehr, sehr drüber nachdenken, ob man nicht vielleicht, gerade auch für die Psyche im Team, ja? Weil die individuelle Psyche ist das eine Problem, aber wenn es dann Knatsch gibt, weil einer von beiden schlechte Laune hat oder vielleicht beide schlechte Laune haben, dann ist zusammen ein Süppchen trinken vielleicht eine gute Teambuilding-Maßnahme. Ne? Gewürze lassen sich winzig verpacken, muss ich niemandem erzählen. Kann man natürlich auch in den Prepper-Stick reinschmeißen, aber in dem Fall wäre sogar so ein Tütchen halt nochmal platzeffizienter. Alle möglichen verschiedenen Gewürze, was zum Beispiel gut zu Fisch schmeckt. Pfeffermischung, das hier ist eine schöne Pfeffermischung, das hier ist eine sehr leckere Currymischung. Das berühmte Universalgewürz muss mal dringend nachgefüllt werden, war hier mal drin. Es ist so wirklich ein bisschen was von allem, wenn man nicht genau weiß, was macht man denn da jetzt noch an Gewürz dran. Und gerade weil man ja auch nicht beliebig viele verschiedene Tütchen mitnehmen möchte, ist sondern so ein Universalgewürz eine ganz interessante Alternative. So, dann gibt es zum Teil in diesen Asia-Fertignudeln, diese Ramen-Nudeln, auch schon solche Gewürzbeutelchen drin. Die kann man sich im Prinzip die Nudeln wegschmeißen, zu was anderem essen, sich eine richtige Soße vielleicht dazu machen, Käse drüber schmeißen, was auch immer. Und diese Würzbeutelchen, wenn man die ganz lecker findet, wäre das auch eine Alternative, die man vielleicht noch in ein bisschen gewisser Ausführung mitnehmen kann, um sich Ramen-Cambium zu machen. Zum Beispiel, na? Cambium hatte ich euch schon ein paar Mal erklärt, das ist die Wachstumsschicht des Baums, schmeckt nach nichts, kann man hiermit zu einem halbwegs leckeren Süppchen umwandeln, das ein paar Kalorien liefert, nicht viel, aber auch wieder Psyche. Ne? Und Cambium-Spaghetti bzw. Cambium-Ramen kann man sich überall auf der Welt zubereiten, wo es halbwegs brauchbare Bäumchen gibt. Und das ist durchaus der Fall, gerade mit Nadelbäumen in Alaska oder Kanada, durchaus sehr gut machbar. Oder geriebener Hartkäse. Stellt euch mal vor, ihr hockt 14 Tage irgendwo in der Pampa und an Tag 12 habt ihr echt keinen Bock mehr, aber ihr habt tatsächlich irgendein bisschen was Essbares gefunden oder selbst eure Cambium-Nudeln wollt ihr noch ergänzen durch geriebenen Hartkäse. Ist in dieser Form hier nahezu unendlich haltbar. Gibt es bei diesen Billig-Spaghetti Packs, die du im Supermarkt, also billig in Anführungszeichen, die sind inzwischen auch längst nicht mehr so billig, aber diese Spaghetti Packs, die man im Supermarkt kaufen kann, enthalten halt gerne mal eben auch noch geriebenen Hartkäse, wie er so schön heißt. Und der hat nahezu kein Verfallsdatum. Das ist bisher die einzige Möglichkeit, die ich gefunden habe, persönlich, abseits von horrenden Dosenkäse, die sowieso nicht in die Flasche passen würde, die einzige Möglichkeit, die ich kenne, Käse mitzunehmen. Für Käseliebhaber. Irgendjemand hat sich vielleicht mal Pommes mit Käse gewünscht nach 7 Tagen Seven vs. Wild. Ja, so mit so einer Käseschicht oben drüber. Das kommt zwar, ist zwar längst nicht so gut wie das, was man da bei der Imbissbude bekommt, aber wer weiß, ja, ist nur eine Idee. Süßstoff. Süßstoff enthält zwar keine Kalorien, macht aber Dinge, die ansonsten nicht süß sind, süß, und das kann psychologisch wieder interessant sein und hat halt dafür überhaupt keinen Platzbedarf. Gleiche Menge an Zucker, die hat Platzbedarf. Ja, oder für Leute wie mich kann das überlebenswichtig sein, Cola-Pulver. Ja, gibt eine Cola, zugegeben eine, die schon ein bisschen lange rumsteht, weil Kohlensäure bekommt man damit natürlich nicht hin, aber schmeckt tatsächlich nach Cola, enthält sogar noch Koffein, kann dich mal ein bisschen munter machen, wenn du eine besonders wichtige Aufgabe hast, hantierst mit einem besonders gefährlichen Werkzeug, willst wirklich konzentriert arbeiten, dann kann so ein kleiner Koffeinkick auch nochmal ganz interessant sein. Grumo Energy gibt es in großen Packungen irgendwie beim großen A zu bestellen. Und ja, so viel zu möglichen essbaren Alternativen. Ich habe leider noch mehr Krempel, tut mir leid, dass das so lang hört. Ach, was Lustiges zwischendurch. Nicht wirklich eine Empfehlung, aber vielleicht für den einen oder anderen etwas, worüber man nachdenken könnte. Wer sich nämlich zutraut, jagen zu gehen, also wirklich jagen,
Für den der Hinweis, was kann man improvisieren an Jagdwaffen? Einen Bogen zu bauen, also den Abschussmechanismus, ja, den Bogen, das kriegt man hin. Das kann man trainieren, das kriegt man auch mit nordischen Hölzern hin, das ist möglich. Ein Pfeil, der präzise fliegt, sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Ja, geht auch, aber sehr, sehr schwer. So, und da hat der Markt erfunden, der hat ein bisschen gelitten, aber es gibt zusammenschraubbare bzw. zerlegbare Pfeile. Ja? Das ist in diesem Fall jetzt hier der Pocket Arrow, bevor ihr fragt. Ich weiß gar nicht, ob man den noch kaufen kann. Und damit hat man einen, das ist jetzt nicht der beste Pfeil der Welt, aber er ist wahrscheinlich besser als fast jeder Pfeil, den man improvisieren könnte. Alternativ lässt sich hier auch noch eine Jagdspitze draufschrauben, sprich die Spitze, die drauf ist, ist abschraubbar. Jagdspitzen oder Broadheads, Breitkopfspitzen, wären dann entweder mit drei oder zwei breiten Klingen ausgestattet, die dann beim Treffen eines möglichen Tieres jede Menge Arterien und Ähnliches zerfetzen. Das Tier stirbt erheblich schneller, erhöht auch den Schock beim Auftreffen außerordentlich, wenn man eh nur vorhat, Eichhörnchen zu schießen. Das örtliche Eichhörnchen von da oben ist übrigens deutlich ergiebiger, was die Fleischmenge angeht, als unser kleines Rotes. Aber dann tut es auch so eine Spitze. Theoretisch wäre aber eben, wie gesagt, eine Jagdspitze auch aufschraubbar bei diesem Pfeil. So, wie gesagt, einen Bogen kann man sich improvisieren, kann man aber auch sagen, ich will unbedingt eine Abschussmöglichkeit schon mitnehmen. Leider passt die dazugehörige Abschussvorrichtung für diese Pfeile hier nicht mehr ganz rein. Ich hatte ursprünglich gedacht, sie passt rein, aber es fehlt ganz minimal was. Ich glaube auch nicht, dass man das noch zurecht geschliffen oder geschnitzt bekommt, dass es da reinpasst. Müsste man sich dann schon an den Hersteller wenden, dass der Hersteller einem etwas erfindet, was da noch reinpasst, weil der den Hype auch mitnehmen möchte und dann die Seven vs. Wild Pfeilabschussvorrichtung Seven vs. Wild Edition anbieten möchte. Jedenfalls der Witz ist, dass es im Prinzip eine Schleuder, die hier gehalten wird, die dann über Gummi den Pfeil zurückzieht, ja, und jetzt kann man den tatsächlich mit relativ viel Schmackes fliegen lassen, zeige ich euch nachher dann auch noch im Vorzeigeteil, nur der Vollständigkeit halber. Ob man damit was trifft, ne? Mal gucken, ne? Aber wer es ausprobieren möchte, so, und das bringt uns dann tatsächlich auch zur Abteilung Feuer machen. Wer Platz sparen möchte, so ein Feuerstil hier, wenn du damit umgehen kannst, der langt. Das muss nicht das Modell mit fettem Griff sein, da muss auch nicht ein zusätzlicher Striker dabei sein, wenn du doch dein Messerchen mitnehmen kannst. Die Dinger lassen sich beim Schweizer Taschenmesser über den Sägerücken bedienen, am besten. Da muss man ein kleines bisschen aufpassen. Wenn man einfach hier diesen macht, die Säge arretiert nicht. Bei dem Messer arretiert genau genommen gar nichts. Und da kann es dann passieren, dass wenn man hier feste drückt, einem die Säge umklappt und dann in den Finger. Das mache ich jetzt nicht vor aus Schmerzgründen. Aber prinzipiell lässt sich gerade, wenn man die Säge hier dann noch so fixiert, damit schon. Na, der ist noch neu. Ja. Ist vielleicht nicht der beste, den ich auf die Schnelle gegriffen habe, aber damit lässt sich das Ding prinzipiell anreißen. Mit irgendwann, ja, der Sägerücken ist auch nicht ganz optimal. Was man noch besser machen kann, ist zum Beispiel, wenn man so ein großes hat, man legt das hin, legt das auf das anzuzündende Material und zieht den Fire Steel einfach drüber. Zack. Habt ihr gesehen? Das ist übrigens ein sehr weicher, das heißt, da kann man auch Material abschaben, das zum Häufchen formen und dann anzünden, zeige ich auch euch auch gleich im Praxisteil. Und ich glaube, abgesehen von der Frage dessen, ob man nicht vielleicht zusätzlich noch ein Feuerzeug mitnehmen möchte, meinetwegen sowas hier, ja, das ist kein Big-Feuerzeug, Big-Feuerzeug sind die besten, wird es irgendjemand in die Kommentare schreiben, das stimmt im Übrigen auch, aber ich habe trotzdem hin und wieder mal noch ein anderes rumfliegen. Irgendwo hatte ich noch ein kleines Big rumfliegen, das jetzt hier in meinem Haufen untergegangen ist. Und ansonsten gäbe es natürlich noch die Möglichkeit, so ein Jetflame mitzunehmen, nicht unbedingt dieses. Auch da habe ich qualitativ schon bessere gesehen. Ja, ist an, sieht man nur nicht. Ja?
Und auch noch eine schöne Idee, was ich auf die Schnelle gefunden habe, wäre hier diese Box. Da ist auch wieder aller möglicher Kleinscheiß drin. Unter anderem gibt es solche Spiegel zu hygienischen Gründen. Für die Damen, die sich nachschminken müssen, wenn das Permanent Make-up nicht 14 Tage hält, möglicherweise. Ja? Ja, ganz böser Kommentar. Es gibt Rasierklingen, die auf einer Seite so einen Blechdingerich haben und dann auch wieder als Notmesser mitgeführt werden können. Oder für die Herren, die sich nachrasieren wollen, falls das tatsächlich eine Rolle spielen sollte bei irgendjemandem. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Lustig können noch sein solche Wachsstäbchen als Zunderalternative. Die nehmen auch nicht viel Platz ein, zeige ich euch gleich noch im Feuerteil mal schnell noch ein. Panzertape mag man vielleicht mitnehmen wollen, in beliebig großer Menge, vorzugsweise als so eine Rolle aufgerollt. Habe ich um ein Stückchen Heißkleber gerollt und damit wären wir dann auch beim vorletzten, nämlich ein Stück Heißkleberpistole von der kleinen lässt sich auch mit dem Feuerzeug anschmelzen, auf irgendwas draufschmieren, das man heiß klebern möchte. Ist ein generell nützlicher Survival-Gegenstand. Wofür man den jetzt in Alaska oder Kanada brauchen soll, das weiß ich nicht. Aber ich wollte es Vollständigkeit halber einfach nur gesagt haben. Und gerade bei einer Team-Challenge können Oropax außerordentlich nützlich sein. Warum? Weil möglicherweise kann einer nicht so wirklich gut schlafen, weil er vielleicht Angst vorm Bär hat. Ja, das ist auch zum Teil begründet. Und der andere hält Nachtwache oder die andere. Das wäre nämlich auch eine Möglichkeit, dass man sich bei wirklich größerer Raubtierangst und beide die kurze Zeit, die sie dann schlafen, besser schlafen, man noch einen Teil vom Tag einfach mitschläft. Zeit hat man ja im Grunde. Ja, zwingt einen ja keiner den Tag über die ganze Zeit irgendwas zu tun. Man kann da auch mal ein bisschen pennen. Und dann kann man sich zum Beispiel die Nacht aufteilen. Auch wenn man sie auftauen könnte, wäre sicher auch gut. Insbesondere wenn es Frost gibt. Egal. Jedenfalls, Oropax sind dann toll zum besser schlafen, wenn du keine Tiergeräusche oder sonstigen Geräusche aus der Nacht mehr hörst, für Anfänger, die damit möglicherweise noch ein Problem haben. Insbesondere, wenn jemand anders auf dich aufpasst. Weil bist du alleine und verwendest Oropax, hörst du tatsächlich nicht, wie der Bär kommt gegebenenfalls. Und dann möchtest du eventuell jedes Geraschel und Geknacke im Geäst hören. Wenn du aber einen Partner hast, der auf dich aufpasst, schläfst du möglicherweise erheblich besser, wenn du nicht jedes Geknackel und Gerasche im Geäst hörst. Und da können dann Oropax hochgradig interessant sein, insbesondere wenn der Partner am Feuer noch ein bisschen am Rumoren ist und da vielleicht mal ein bisschen rumraschelt und ein bisschen rumknackt, weil er noch irgendeinen Ast durchgebrochen hat, der jetzt besser ins Feuer reinpasst, ist, glaube ich, selbsterklärend, wofür die noch alles gut sein können. Ne? Bei Nasenbluten. Nein. So, ich zeige euch gerade ein ganz paar Dinge aus der Praxis, ganz bisschen. Und dann haben wir's. Doch nicht, hab noch was ganz Wichtiges, wirklich extrem Wichtiges vergessen, könnte außerordentlich hilfreich sein, nämlich Würfel. Es ist ja eine Teamgeschichte, ja? Und du hast da Zeit und es wird Momente geben, wo du energiesparend Zeit rumbekommen möchtest, ja? Und dann können Würfel, gerade zu zweit, extrem nützlich sein. Kann man sich jetzt streiten, wie viele Würfel man braucht, aber wirklich, wirklich außerordentlich praktisch. Anwendungszweck steigt bei mir Farbigkeit. Dann kann man sagen, der rote Würfel ist für das, der Dingsda-Würfel ist für jenes. Es gibt zig Würfelspiele, die quasi null Platz brauchen. Notfalls bräuchte man noch ein bisschen beim Papier, um vielleicht was aufzuschreiben. Einen ganz legal bei IKEA gekauften Bleistift, keinesfalls einfach so mitgenommen. Vielleicht als Schreibmöglichkeit. Es gibt auch winzigste Kugelschreiber und solche Späße. Also was zum Spielen. Wirklich was zum Spielen für ein Gesellschaftsspiel oder sonst wie. Bei gemischgeschlechtlichen Teams gäbe es ja noch andere Möglichkeiten zu spielen. Ha, der blöde Witz musste jetzt sein, Entschuldigung. Ja, prinzipiell geht das natürlich auch bei gleichgeschlechtlichen Teams, nur jetzt zur Inklusion und so weiter und so fort. Ne? Egal, jedenfalls haben wir hier Würfel. Würfel sind nützlich. So, jetzt aber wirklich zünde ich noch ein paar Sachen an.
So, kurzer rechtlicher Hinweis, Feuer machen in Deutschland nur mit Genehmigung, blablub und so weiter und so fort und unter Sicherstellung, dass da auch garantiert nichts anzuzünden ist. Nichts unkontrolliert anzuzünden ist, so rum. Ja, anzünden wollen wir ja was. Gut. Meiner Meinung nach die wirklich erfolgversprechendste Methode, Firecord anzuzünden, hast du dann, wenn du das Zeug auch die Faser entlang noch, das wäre jetzt die komplette Faser, die kann man natürlich noch aufzwirbeln, beziehungsweise hier noch auftrennen. Na komm. Für so super filigrane Sachen bin ich immer nicht geschaffen. Jetzt. Wo habe ich denn den kleinen Feuerstil hier da? So, bitte sehr. Also das ist jetzt Firecord. Da braucht man jetzt nicht, was weiß ich, was von erwarten, wie krass das brennt. Wenn man noch einen Grashalm drüber legt, brennt der natürlich mit. Brennt auch jetzt nicht unendlich lange. Ich lasse das jetzt einfach mal ein bisschen weiter brennen. Aber es reicht, wenn man weiß, was man tut, definitiv, um Feuer anzuzünden. Insbesondere, das ist ein Land, in dem gibt es überall Birke. Darum kann man sich auch fragen, ob man überhaupt Zunder mitnehmen muss. Da kann man sich wirklich, wirklich fragen, ob das echt notwendig ist. Ja, aber vielleicht, je nachdem, wo man ankommt und wenn eine der ersten Amtshandlungen sein soll, dass man gerne ein Feuer haben möchte, dann kann man ja schon über Zunder nachdenken. Und ein möglicherweise tatsächlich relativ leicht entzündbarer Zunder, ich habe keine Ahnung, ob man das einfach so mit einem Firestyle anzünden kann, aber mit jedem Feuerzeug oder Streichholz ist das überhaupt kein Problem, ist eben hier dieser sogenannte Wet Fire Tinder. Der heißt so, weil der zur Not auch dann brennt, wenn er ein bisschen nass geworden ist. Hoppla, na gut, ein halber reicht auch. Ach, ja, ihr seht, dieser Firestyle, den ich mir da eben einfach gegriffen habe, der ist schon ein bisschen mühsam. Der zündet recht schlecht. Daneben. Naja, also bevor ich mich jetzt hier zum Affen mache, stellen wir fest, Wettfeiertinder, ja gut, ja, kann man wahrscheinlich mit dem Firestyle irgendwie anzünden, muss man vorher zerbröseln und so weiter und so fort, aber brennt mit einer Flamme vom Feuerzeug hervorragend, also wirklich hervorragend, gibt eine große Flamme, breitet sich entsprechend aus, wenn man ihn vorher durchgebrochen hat, enthält enorm viel Energie, ich weiß nicht, woraus die bestehen, da macht der Hersteller ein gewisses Geheimnis drum, aber ihr seht, das ist schon so mit einer der besten industriell hergestellten Zunder, die es so gibt. Braucht man den? Sicher nicht. Kann man drüber nachdenken, ob man den vielleicht dabei haben möchte, damit man halt wirklich das erste Feuer quasi deppeneinfach anzünden kann? Ich würde einen mitnehmen. Ja, also einen würde ich wirklich mitnehmen. Einfach keine Experimente. Wenn man da ankommt, will man sein Feuerchen haben. Da will man vielleicht nicht noch ewig lang Birkenrinde suchen gehen. Das kann man dann ja später machen, für spätere Feuer. Aber nachdem das erste Feuer dann mal gebrannt hat, hat man auch die Möglichkeit, Holz zu trocknen. Und da wird das ein oder andere Holz nämlich nass sein. Und wenn man die Möglichkeit hat, Holz zu trocknen, dann werden weitere Feuer auch einfacher. Und dann braucht man auch nicht nochmal einen Wetfire-Tinder. Ne? Die sind im Übrigen nämlich auch relativ teuer, aber wäre ja für so ein Projekt, dann da kommt es auf die paar Euro ja nicht an. So, und dann gibt es noch diese Wachs-Wattestäbchen, die ich hier erwähnt hatte. Die lassen sich jetzt auch mit dem Firestyle ganz gut anzünden, aber ich erspar's euch. Brennen dann so mehr oder weniger, wenn man sie nur oben an der Oberfläche quasi aufraut, brennen die dann gemütlich ab und ja, sind nicht so gut wie der Wetfire Tinder, reichen aber auch aus, wenn man einigermaßen weiß, was man tut, um ein Feuerchen anzuzünden. So, ich bin euch noch schuldig, auf die Jagd zu gehen. Ich habe hier Beute. Ja, ich lege Beute. Donner. Ich hoffe, man kann Beute einigermaßen sehen. Ja, kann man. So, und jetzt habe ich hier eben dieses Gerät, ne, Gummi, hier drin der Pfeil, guckt hier vorne raus. Das hat hier übrigens so einen Bürstenkopf, damit da auch die Befiederung des Pfeils irgendwie durchkommt. Und
versuche mal, ob ich die Beute treffe. Auf sage und schreibe 3 Meter Entfernung. Daneben. Also, wenn man ernsthaft drüber nachdenkt, sowas mitzuschleifen, es ist mehr so Jux, Spaß an der Freude und so weiter und so fort. Aber wenn man ernsthaft drüber nachdenkt, dann muss man das üben, üben, üben. Als Pfeil für einen Bogen kann das dann vielleicht interessanter sein. Aber hier mit dieser Abschlussvorrichtung, ja, abgesehen davon, dass sie nicht in die Flasche passt, wäre witzig. Vielmehr wahrscheinlich auch nicht. Ha! Beute erlegt. Ja, effiziente Reichweite, vielleicht 8 Meter, vielleicht 12, wenn du Meisterschütze damit bist. Ja, aber mehr ist da auch nicht drin. Gut, das ist es dann aber jetzt tatsächlich auch gewesen. Vielleicht war es für euch ein bisschen unterhaltsam. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich habe mich schon total gefreut, als der Fritz die Geschichte mit der Flasche erzählt hat, dass ich da unbedingt ein Video zu machen möchte. Das ist einfach ein Hobby von mir, so Kleinteile, Kleinteil-Survival-Sets zusammenstellen. Vielleicht mache ich nochmal was in die Richtung, aber nicht so schnell. Es hat ja jetzt Zeit, bis das da alles losgeht und so weiter und so fort. Ne? Also, mach jetzt gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.